Hallo, Agent Clank. Ist das Auge der Unendlichkeit in Sicherheit? Nein. Und nicht nur das. Es kam alles noch sehr viel schlimmer. Moment, da kommt ein Bericht über Ihren Standort rein. Ich leite ihn weiter. Guten Abend. Die Galaxiepolizei berichtet, dass das Auge der Unendlichkeit, der größte und seltenste Edelstein des Universums, aus dem Voltaire-Museum gestohlen wurde. Die Verhaftung des bekannten Helden Ratchet am Tatort sorgte dabei für großes Aufsehen. Ja, da guckt ihr, was? Tja, glaubt mir, das Heldenleben zahlt sich auf Dauer nicht aus. Ich lebe immer noch in einem winzigen Zimmer mit diesem Konservenkopf. Aber das wird sich bald ändern. Ihr werdet das Auge nie im Leben finden, das garantiere ich euch. Ihr habt mich zwar geschnappt, aber ich kann aus jedem Gefängnis ausbrechen. Eine tragische Wendung im Leben eines ehemaligen Helden der Galaxie. Kanal 64, Ihre Nachrichten. Oh, tut mir leid, Clank. Ratchet und Sie sind doch Freunde. Das war nie im Leben mein Freund. Führen Sie einen Netzhautabgleich mit dem Standbild durch. Das Resultat ist eindeutig. Das ist Ratchet. Agent Clank, wir müssen schnell handeln. Gehen Sie zurück ins Museum und finden Sie raus, wohin das Auge gebracht wurde. Sobald Sie drin sind, sehen Sie Roboter-Wachleute, Panzerbots und Wachhunde. Außerdem gibt es unsichtbare Laserfallen und Alarmsysteme. Das Auge war in diesem Behälter. Finden Sie diesen Behälter und suchen Sie nach allem, was auf den Aufenthaltsort des Auges hinweist. Ich weiß, dass Sie die Sache persönlich betrifft, aber dieser Diebstahl ist vermutlich Teil eines größeren Plans. Behalten Sie also einen klaren Kopf und erfüllen Sie die Mission. Habe verstanden. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Sie wissen ja, Clank. Ich zähle auf Sie. Altes Sprichwort. Steck deine Nase woanders rein. Hergestellt, von der Keksfabrik nachgedacht. Asianica. Ich glaube, ich ahne jetzt, wo das Auge sein könnte. Na klar, dort blüht der Schwarzmarkt geradezu. Sie versuchen es loszuwerden. Die Koordinaten sind merkwürdig. 4, 8, 15, 16, 23 und 42. Nein, das sind bloß Glückszahlen. Ich lade Ihnen die Koordinaten hoch. Vielen Dank. Ah! Wo bin ich? Wer seid ihr? Ach, haben wir dich geweckt, du Held. Du bist im galaktischen Ultrahochsicherheitsgefängnis in Zelle J7B, um genau zu sein. Ich bin dein freundlicher Wärter. Was ist denn passiert? Ich erinnere mich nur noch, dass ich im Bad war und... Und danach? Ja, hier drin sind sie alle unschuldig. Ich kann deine Verwirrung nachvollziehen, aber wenn dir dein Leben, sagen wir mal, lieb ist, dann solltest du dich lieber nicht unterkriegen lassen. Sieht ganz so aus, als ob die meisten wegen dir hier sind. Und die freuen sich schon auf dich. Musst du mich nicht beschützen? Normalerweise schon, aber ich dachte, ein großer Held wie du kann für sich selber sorgen. Außerdem verdiene ich mir was hinzu, indem ich deinen Aufenthalt hier, sagen wir mal, versüße. Also halt die Ohren steif. Sieht aus, als hätte jemand Geburtstag. Erwarte bloß kein Ständchen von mir.
So, so. Vielleicht kriegst du ja heute auch noch eine Tracht Prügel zum Geburtstag geschenkt. Vorsicht mit dem Riesenkuchen. Du musst in Form bleiben, wenn du hier drin überleben willst. Eigentlich könntest du auch mal einen Kuchen teilen, oder nicht? Du gieriger kleiner Affe. Wenn ich nicht so vertrauensselig wäre, würden mich diese vielen Kuchen schon misstrauisch machen. Hast du etwa schon wieder Geburtstag? Wenn Lombaxe so oft Geburtstag haben, bist du doch bestimmt schon 100. Hoffentlich hast du noch Hunger, denn ich habe hier etwa 15 Kilo Kuchen für dich. Hier in Asianica gibt es weder Recht noch Ordnung. Nur Mabu und seine Ninja-Roboter beherrschen die Stadt. Das Verbrechen ist überall und jede Straße kann zur Todesfalle werden. Da alle Fäden in seinen Metallfingern zusammenlaufen, glauben wir, dass nur Mabu weiß, wo das Auge ist. Finden Sie ihn und quetschen Sie ihn aus. Agent Clank, Sie sind wohl eine ganz große Leuchte. Wenn meine Ninjas diesen Laser aktivieren, sind sie erledigt. Endgültig. Sterben sie. Bravo, Hector, Serpentine. Los, los, los. Der Vogel sitzt im Wohnmobil. Ich bestelle Nummer wo viele Grüße von euch. Sie wirken momentan sehr stark eingebunden. Ich komme später wieder. Halt! Meine Leute dürfen mich doch so nicht sehen. Tja, sagen Sie mir, wo ich das Auge finde. Dann könnte ich Sie vielleicht laufen lassen. Na gut. Man hat mir gesagt, ich soll es Gräfin Ivana Filebolz schicken nach Glaciare. Aha. Vielen Dank für die Auskunft. Ich dachte, Sie machen mich jetzt los. Und ich dachte, dann versuchen Sie mich umzubringen. Darum lasse ich es sein. Jetzt sind Sie dran, Agent Clank. Ah, der wunderbare Duft von Vernichtung. Und hier fand also der Kampf statt? Ja, eines Tages lesen deine Enkel von meinen Heldentaten hier. Moment, kriegen Roboter Enkel oder Kinder? Na egal, bald verbreitet sich mein Ruhm in der ganzen Galaxie, dank der Biografie, die du schreibst. Wie auch immer du heißt. Ich bin Biografie-Analyse-Roboter Neo 8 Gelblich. Also, sagen wir Barney. Alles begann mit einem Notruf der Asiani-Kalnierinnen. Sie suchten einen Helden, der die Riesenechse besiegt, die ihre Stadt heimsuchte. Der fliegende Teufel war locker 15 Meter. Gegen ihn war ich winzig. Zum Glück war in der Nähe eine Wachstumsplattform. Rasch modifizierte ich ihre Einstellung aufgrund der Breitenquantifikation eines Ellipsen-Scheitelpunkts. Hey, das ergibt keinen Sinn.
Warst du dabei, Einstein? Nein, Sir. Das will ich meinen. Also, wie gesagt, ich stellte ein paar Dingsbumse um, trat auf die Plattform und nahm sogleich riesenhafte Gestalt an. Jetzt war ich bereit für den Kampf gegen das Monster. Ich sprang zur Seite, aber es war immer noch hinter mir her. Und das soll ich wirklich so schreiben? Das ist meine Version und dabei bleibe ich. Und wohin jetzt? Unser nächstes Ziel heißt Nervenkitzel. Du liebe Zeit. Sie befinden sich vor dem herrschaftlichen Chalet der Gräfin Ivana Filebolz. Diese vornehme Dame hat ein Vermögen von ihrem Vater geerbt, der den einst kargen Eiskomet besiedelte. Sie könnte das Auge der Unendlichkeit für ihre Edelsteinsammlung wollen. Sie ist zudem eine Spitzentänzerin und hat eine Leidenschaft für Musik. Guten Abend, Sir. Die Gräfin erwartet mich. Das Gerücht ist also wahr. Welches Gerücht meinen Sie? Dass das schönste Wesen der ganzen Galaxie in diesem Palast wohnt. Ach, Sie sind ein kleiner Schmeichler, Agent Clank. Auch Sie haben also Gerüchte vernommen. Oh ja, sicher. Ich habe gehört, Sie suchen das Auge der Unendlichkeit. Da haben Sie wohl richtig gehört. Vielleicht gebe ich Ihnen die Informationen, die Sie brauchen, wenn Sie es sich verdienen mit einem Tanz. Man sagt mir nach, ein brauchbarer Tänzer zu sein. Gut, das sollten Sie auch. Sonst sterben Sie. Oh, das war unglaublich. Sie haben mich mitgerissen wie kein anderer Roboter zuvor. Ihre Schönheit hat meinen Rhythmus inspiriert. Apropos Schönheit, was wissen Sie über das Auge der Unendlichkeit? So einiges. Mein Partner hat das Auge kürzlich zum Kingpin Narionosis gebracht. Aha. Vielleicht könnten wir das mal wiederholen irgendwann. Wohl kaum. Oh. Wachen! Fasst ihn! Agent Clank, unser V-Mann hat uns gerade gemeldet, dass Ratchet in großen Schwierigkeiten ist. Sieh an, du hast also überlebt. Bis jetzt. Ach, und hier ist übrigens ein alter Freund von dir. Tagchen, du Spinner. Kennst du mich noch? Oh, ja. Klar. Du hast damals meinen Hubschrauber abgeschossen. Weißt du, wie sich ein Sturz aus 200 Metern anfühlt? Das wirst du gleich herausfinden. Wir konnten über den Kingpin nicht sonderlich viel herausfinden. Was, wenn man unser Netzwerk kennt, verwundert. Seine Karriere verlief sehr schnell und er herrscht über ein großes Reich mit vielen Gaunern, die ihm dienen. Er wird zu jeder Zeit bestens beschützt und sein bester Trumpf ist dieser Roboter. Er heißt Ass im Ärmel. Passen Sie auf, Agent. Kommen Sie mir halt zurück. Bingo. Einen Moment bitte. Mein Schuh ist ja offen. Eigentum von Le Paradis de Tricheur. Ah ja, das gute alte Casino. Du bist nicht der Einzige mit einem Ass im Ärmel. Ass im Ärmel, wie? Ass im Ärmel? Hier wurde also Geschichte geschrieben, mein Freund. Geschichte? Mein großer Kampf mit dem Ass im Ärmel. Ah, so. Und was war Trumpf? Karo vielleicht?
Langsam gehst du mir echt auf den Senkel, Barney. Wie schon gesagt, das Ass und ich kämpften also erbittert Mann gegen Mann, als mein Blaster versagte. In Windeseile schnappte ich mir einen Saugmeister 3000 aus einer Abstellkammer. Was machst du denn da? Ich, übermittle den ersten Entwurf an den Verlag. Oh, ich liebe das Buchgeschäft. Sag mir, wie Sie sie finden, meine tollen Abenteuer. Wird gemacht. Verlassen Sie sich drauf. Wir konnten mit Ihrer Hilfe ermitteln, dass das Auge in dieser Kiste steckt. Wir müssen das Auge zwar wiederbekommen, aber wichtiger ist es, den Dieb zu identifizieren. Wenn der Stein im Casino ist, führt er uns vielleicht zum Ziel. Halten Sie sich verdeckt und lassen Sie die Kiste nicht aus den Augen. Guten Abend, Sir. Würden Sie mir das bitte abzeichnen? Was ist das? Es ist die, Vitrine für das. Ein bisschen mickrig, oder nicht? Ich kann nichts dafür, wie ich gebaut bin, Sir. Das belastet mich schon seit meiner Kindheit. Oh, tut mir leid, Kleiner. Ich hab's doch nicht so gemeint. Schönen Tag noch. Psst, Ratchet. Hier drüben. Hier drüben, im Mülleimer. Slim Cognito, was machst du denn hier drin? Meinst du das ernst? Ich bin seit Jahren der Hehler deines Vertrauens. Was glaubst du, was ich hier mache? Hast recht. Was willst du? Ratchet, ich versuche, dich aus dem Gefängnis zu befreien. Ich wusste, Slim ist auch da. Und das ist der einzige Weg, dich zu erreichen. Ich brauche das Losungswort fürs Risikospielzimmer im Le Paradis de Tricheur Casino. Bitte besorge dir von jemandem die Losung und lass sie von Slim übermitteln. Viel Glück, Ratchet. Und halt die Ohren steif. Früher habe ich ständig dort gezockt. Ich kenne dein Losungswort. Ich kann dir nur leider nichts zahlen. Es gibt hier eine Menge rauer Gestalten, die mich wegen meiner schlechten Ware gern um die Ecke bringen würden. Wenn du mich beschützt, kriegst du deine Losung. Losung? Affengurken-Jeans. Oh, hallo Cowboy. Neue Spieler sehen wir hier immer gern, besonders wenn sie so hübsch sind. Sehr verbundene, Miss. Und wie sind die Regeln hier am Tisch? Kommt mir reichlich simpel vor, aber ich mach trotzdem mit. Wie ist der Einsatz? Was hättest du denn? Die Besitzurkunde meines Ranch-Planeten. Die setze ich gegen den Inhalt dieser Kiste. Na, du weißt ja ganz genau, was du willst. Das finde ich gut, Cowboy. Wir sind im Geschäft. Dann nehme ich mir wohl meine Kiste und reite weiter. Oh, es tut mir leid. Dein Hauptgewinn ist leider nicht mehr hier. Wie? Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Das Auge ist in Ven Antonio. Dort erwartet es sein rechtmäßiger Besitzer. Kaum habe ich es, schon ist es wieder weg. Stimmt nicht ganz. Es ist zwar weg, doch du hattest es nie. Vielleicht bleibst du ja noch ein bisschen. Dann könnten wir weiter Haare spalten. Vielleicht ein andermal. Ich sollte mein Glück wohl nicht überstrapazieren. Tag, Agent. In dieser Stadt lebt ein mutiertes Amöbenvolk. Sie sind wohl die einzigen, denen die Säure der Kanäle nichts ausmacht. Unsere Aufklärung hat ergeben, dass vielleicht ein Geheimlabor unter der Oper liegt, die einst das Schmuckstück der Stadt war. Apropos Schmuckstück, das Auge könnte im Labor sein. Beginnen Sie dort zu suchen. Oh, und Vorsicht mit der Säure. Es wäre schade um Ihr hübsches Gesicht. Ich bin jetzt am Geheimlabor. Können Sie mir mit dieser Tür behilflich sein? Der Schlossmechanismus dieser Tür ist ein System der neuesten Generation. So leid es mir tut. Wir haben es versucht, aber man kriegt nichts raus über dieses komplexe Geflecht von bedingten Wechselschaltern und Zusatzriegelbolzen. Dann muss ich es wohl alleine knacken. Over and out. Ich habe gehört, Sie wären nicht im Zeitplan für den Laser. Vielleicht kann ich Sie überzeugen, sich...
etwas zu sputen. Ich tue wirklich mein Bestes, damit ihr Laser pünktlich fertig wird. Was sollte ich auch ohne den Laser überhaupt hier mit anfangen? Er hat den Köder geschluckt. Jetzt erwartet er wohl Verfolger. Gut. Hey, wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich bin Agent Clank und ich rette Sie vor dem Kingpin. Sie glauben gar nicht, wie oft Forscher entführt werden. Doch, ich weiß, das ist mein drittes Mal. Ich gewöhne mich langsam dran. Wissen Sie, was der Kingpin vorhat? Er hat mir mit dem Tod gedroht, wenn ich ihm keinen Laser baue, der das Bolt Fork knacken kann. Das Bolt Fork? Dass es auch immer ums Geld geht. Übrigens, der Laser ist längst fertig. Ich habe ihn nur hingehalten. Solange er mich brauchte, war ich sicher. Wenn ich erst seinen Plan mit dem Fork durchkreuze, sind wir alle sicher vor ihm. Danke fürs Retten. Auf Wiedersehen. Oh, nicht schlecht. Weißt du, Barney, manche Dinge macht man auch, um einfach nur Gutes zu tun. Im Ernst? Ja, das gilt für andere, nicht für mich. Ich will Ruhm und Reichtum. Wie das Geld dieser Stadt, das ich für ihre Rettung bekam. Rettung? Wovor? Bedauere, das sag ich nicht. Das sagen Sie nicht? Nein, aber ich sing es dir vor. Das tut gut, mal wieder durchzulüften. Habe ich dir schon erzählt, wie ich alleine einen Heißluftballon aufgepustet habe? Heiße Luft? Schon klar. Wer ist King Kin? Das ist doch, das ist der Verleger. Ja, Marvin King Kin. Ach ja, na klar, der gute Marv. Sag ihm viele Grüße. Das ist Fort Zahnrad, die Gießerei, in der die meisten Bolts der Galaxie aufbewahrt werden. Sie können sich vorstellen, dass sie ausgesprochen gut bewacht wird, obwohl die Überwachung zeigt, dass die normalen Wachen durch Kingpins Männer ersetzt wurden. Dann ist da noch der Schläger, den kennen Sie ja schon aus dem Labor, nicht wahr? Wir haben ihn entdeckt, und zwar beim Tresor. Wenn Sie ihn erwischen, können Sie die ganze Aktion auf einen Schlag beenden. Das ist die Rache für den Schlag. Das darf nicht wahr sein. Was mach ich denn da? Echo, Tango, Orion. Los, los, los. Das Stachelschwein belästigt den Schneemann. Danke, Jungs. Ihr wart spitze. Das war eine Falle. Jetzt sieht es so aus, als ob ich der Dieb bin. Wirklich? Geht es Ihnen gut? Ja, bis jetzt schon. Aber wenn ich die echten Täter nicht finden kann, bekomme ich mächtig Ärger mit der Galaxiepolizei. Also der Kingpin ist jetzt bei einem Raumschiff-Friedhof am Rande der Galaxie. Wenn Sie sich beeilen, kriegen Sie ihn noch. Schon unterwegs. Ja, da brat mir doch einer einen Storch. Ah! Sag mal, was machst du denn hier? Ehrlich gesagt, das weiß ich auch nicht. Und du? Man hat mir gesagt, dass diese Duschen kein eiskaltes Wasser mehr ausspucken. Und ich soll das reparieren. Ja, die Duschen waren wirklich ungewöhnlich warm in letzter Zeit. Da haben wir's ja. Irgendein Depp hat hier zugedreht. Hilf mir doch mal bitte, Kleiner. Naja, so war das eigentlich nicht gedacht. Tja, sieht aus, als werde ich hier nicht mehr gebraucht. Viel Glück. Seit der Kingpin vor Ort ist, ist hier ungewöhnlich viel los. Ein ausgemusterter Satellit wurde abschussbereit gemacht. Wir wissen nicht, was der Kingpin plant, doch mit unendlich viel Geld, einem mächtigen Laser und einem riesigen Edelstein will er wohl nicht nur Urlaub machen. Erkunden Sie die Lage und erstatten Sie Bericht. Wunderbar. Wenn du den Unterschied nicht siehst, sagt's auch sonst keiner. Clank,
Was machst du denn hier? Das kann dir wohl egal sein. Du hast im Moment ganz andere Probleme. Loslassen! Ich hatte schon Angst, diese schwerfällige Verkleidung würde mich so aufhalten, dass du mich schnappst. Doch wie immer habe ich dich wohl ziemlich überschätzt. Übrigens, dein Schiff hat hoffentlich Automatik. Mit Schaltung kam ich noch nie klar. Lasst euch ruhig Zeit mit ihm, Jungs. Toll. Kein Kontakt mehr zum Schiff. Mir scheint, ich bin schiffbrüchig. Wie kommt es, dass Sie im Weltraum ganz ohne Atemgerät auskommen? Genau diese Frage haben mir die Weltraumnonnen gestellt, als ich Sie und Ihr Schiff voller Weisen vor Raumpiraten und dem Riesenkutsu rettete. Weltraumnonnen? Und Weisen. Es war ein Routineflug durch den Delta-Sektor, doch plötzlich leises Kinderweinen. Ich würde an deiner Stelle mal mitschreiben. Ich hoffe, du hast das haargenau notiert. Weißt du, jetzt zeige ich dir mal, was die Kiste kann, wenn man sie nur lässt. Pass gut auf! Hoffentlich funktioniert sie noch. Anhand des Signals meines Schiffes müsste ich Klang finden. Agent Clank, wir haben den Kontakt verloren. Was ist passiert? Ich weiß jetzt endlich, wer hinter all dem steckt. Es ist Clank. Er hat mein Schiff hierher entführt. Sie meinen den bösen Roboter von Dr. Nefarius, der Sie ersetzen sollte? Ja. Haben Sie vielleicht weitere Informationen über ihn? Ja, und zwar diese. Seit Ihrem letzten Treffen hat Clank am Fließband einer Fabrik für Hightech-Toilettensitze gearbeitet. Auf einmal war er weg. Und zwar an dem Tag, an dem Sie und Ratchet zusammen mit dem Galaxiepräsidenten Ihren Sieg über Otto Zerstörer gefeiert haben. Danach haben wir seine Spur verloren. Wenn Sie ihn finden, sollten Sie unbedingt... Die Zeit ist reif. Hiermit räche ich mich an der gesamten Galaxie. Während mich die Obrigkeit hier eingesperrt hat, haben meine Komplizen weiter an meinem Plan gearbeitet. Schon sehr bald werde ich jeden einzelnen Planeten dieser Galaxie zerstören, wenn ich nicht freigelassen werde und man mir meinen eigenen Planeten schenkt. Das Gerät wurde bereits aktiviert. Und nur ich kann es jetzt noch aufhalten. Glauben Sie wirklich, es ist Clank? Es scheint, als ob Ratchet dahinter steckt. Ich sag Ihnen doch, das ist nicht Ratchet. Ich schnappe mir Clank und beweise es Ihnen. Was ist denn in dich gefahren? Dein Video da eben. Das ganze Gefängnis ist in Aufruhr. Die versuchen alle auszubrechen und wenn du sie nicht aufhältst, dann kannst du was erleben, das verspreche ich dir. Clank! Schön, dich zu sehen, mein Freund. Der Wärter hat mir einen Anruf erlaubt, weil ich den Ausbruch verhindert habe. Ratchet, bist das wirklich du? Klar, wer denn sonst? Riesige Ohren, smaragdgrüne Augen, große Hände, Riesen, Füße. Was? Ich versuche, dich da rauszuholen. Da, ich habe eine Spur. Halt durch, Ratchet, bald ist es vorbei. Warte doch mal, ich kann doch nicht dafür. Wo ist Clank? Er hat ein Unterwasserhauptquartier auf dem Planeten. Um dorthin zu kommen, brauchst du schon ein gutes U-Boot. Wow, ich glaube, ich arbeite für die falsche Seite. Zuletzt brachte mich eine stachelige Angelegenheit hierher. Wie meinen Sie das? Die ansässigen Fischleute wollten, dass ich ihr Wasser rette. Die fiesen Kaktusbestien bohrten Löcher in den Damm und klauten es. Und ich war der Einzige, der sie aufhalten konnte. Fischerleute? Nein, Fischleute. Oh. Ganz schön tief. Aber Sie sind doch ein großer Held, oder? Was?
Ich glaube, das hier ist Klangs Hauptquartier. Allerdings wirkt die Tür absolut einbruchsicher. Es ist eine Hochsicherheitstür, aber ihre Gadgetbots kriegen sie auf. Bedauerlich, dass sie sich nicht unter Wasser abseilen können. Einen Moment. Hier ist der Bericht zu Klangs Versteck. Agent, dieses alte Munitionslager ist der perfekte Geheimunterschlupf. Da es unter Wasser liegt, ist es einerseits extrem cool und andererseits gut geschützt. Infiltrieren Sie es und finden Sie die Kommandozentrale. Klang leitet von dort vermutlich die ganze Operation. Danke. Jederzeit, mein Süßer. Ja, ja. Over and out. Du bist langsam geworden auf deine alten Tage. Es reicht immer noch für verräterische Kriminelle. Wie? Ah, immer noch der Moralapostel. Hast du denn überhaupt nichts gelernt? Doch. Und zwar den Unterschied zwischen Recht und Unrecht. Mag sein, aber es ist nicht alles so schwarz und weiß, wie du denkst. Auch die Rechtschaffenen machen Fehler. Zum Beispiel? Zum Beispiel du. Du himmelst dieses widerliche Pelzvieh an. Es ist dümmer und schwächer als du. Und trotzdem klebst du an seinem Rücken wie ein verliebter Blutegel. Ratchet hat bewiesen, dass er ein Held ist und ein Freund. Es ist eine Ehre, ihm helfen zu dürfen. Ha! Wie kann man sich nur so etwas vormachen? Wenn er so ein Held ist, wie konnte ich dann so leicht seinen Helm gegen ein Gehirnwäschegerät tauschen, damit er das Auge der Unendlichkeit für mich stiehlt? Wusste ich's doch. Ratchet hätte das nie von sich aus getan. Ja, aber es war unglaublich, wie schnell er bei den anderen Machis unten durch war. Du bist besser als er. Und ich bin besser als er. Wir sind einfach überlegen. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Was hast du denn vor? Mein Plan ist ganz einfach. Ich will ein Held werden. Und alle Machis der Galaxie werden von mir auf die Knie gehen. Niemand wird dir je glauben, dass du ein Held bist. Nein. Sie werden glauben, dass du es bist. Und dabei nicht merken, dass ich du bin. Ich erkläre es dir in Kurzfassung. Ein Laser mit dem Auge der Unendlichkeit als Linse ist am Rand der Galaxie in Stellung und bereit, alle Planeten mit einem Schuss zu vernichten. Alle glauben, Ratchet steckt hinter der Sache. Ich mache gleich Kleinholz aus dir, was nicht schwer wird. Immerhin kämpfst du wie ein Mädchen. Ich übertrage dann, wie ich den Lasersatelliten entschärfe. Als du. Alle halten mich für einen Helden. Und Ratchet bleibt im Knast. Für immer. Das war die kurze Fassung. Bringen wir es hinter uns, Clank. Ich habe dich vielleicht unterschätzt, aber zu jedem meiner Pläne gibt's einen Plan B. Wie bitte? Ich habe soeben den Selbstzünder des Satelliten gestartet. Und nur ich weiß, wie man ihn entschärft. Falls du mich besiegst, was schon ein Wunder wäre, wird diese ganze Galaxie in 1000 Stücke gesprengt. Ja, so oder so. Ich stehe als Sieger da. Ich sehe das wie eine Art Doppelsiegstrategie. Ich habe 40 Sekunden, bevor der Satellit die Galaxie hochjagt. Klang hat den Teleporter Passwort geschützt. Versuchen Sie BÖSE. Geht nicht. Oder Klang ist ein Riesenwindvieh. Hey, jetzt geht's. War nur gerade. Tagchen. Captain Quark? Der Satellit sprengt gleich die Galaxie. Du musst mir helfen. Ach, was du nicht sagst. Ich nehme lieber den Teleporter zurück an die Oberfläche. Glück weiterhin. Quark, du befindest dich im Satelliten. Ich erklär's dir später. Du musst das Auge der Unendlichkeit entfernen, sonst ist alles aus. Das, was? Den großen Klunker da. Nimm ihn aus dem Laser raus. Oh, das hast du. Wo ist das Auge? Boom. Quark? Danke. Ich kümmere mich darum, dass es wieder ins Museum kommt. Guten Abend, verehrter Präsident. Ich habe hier den Abschlussbericht über Agent Clanks Mission. Nachdem Clank und Quark den Satelliten zerstört hatten, brachte Clank das Auge der Unendlichkeit zurück ins Museum. Er schickte mir außerdem Informationen über den Hirnwäschehelm, mit dem Clank Ratchet steuern konnte. Wie man an diesen Aufnahmen von Versuchspersonen sehen kann, ist der Helm äußerst effizient.
Wir empfehlen, dass Ratchet umgehend und umfassend begnadigt wird. Wir wissen jetzt auch, welche Rolle Captain Quark gespielt hat. Ein anonymer Geldgeber bot ihm eine große Summe für seine Autobiografie. Daraufhin entschied er, dass er sich aufregende Geschichten besorgen könnte, indem er Agent Clank mit einem Suchgerät folgen und dessen Ruhm klauen würde. Was Quark nicht wusste, sein neuer Biograf arbeitete für den Geldgeber und das war Clank. Clank brauchte Informationen über Clank und wusste genau, wie Quark sich verhalten würde. Nachdem Clank besiegt war, offenbarte Barney dem verwirrten Quark den ganzen Plan. Quark wurde wütend und stürzte sich auf Barney und dann geschah Folgendes. Schluss mit lustig! Mami! Das war eine explosive Situation. Barney sollte Quark beseitigen, wenn Clank etwas zustößt. Zum Glück kam Clank gerade rechtzeitig, um Quark vor dem Unheil zu retten. Wieder einmal hat Clank seinen Status als Meisteragent bewiesen und sah wie immer zum Anbeißen aus. Oh, tut mir leid, Herr Präsident. Das ist alles, was wir haben. Tut mir leid, dass ich dich nicht schneller befreien konnte. Kein Problem. War schön, ein paar alte Freunde zu treffen. Auch wenn sie versucht haben, mich umzubringen. Na, wie sieht's aus? Jetzt bin ich fertig. Versuch's mal. Wie reizend vom Präsidenten Clank, uns beiden zu überlassen. Jetzt leistet er mal saubere Arbeit.